Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Ich habe ja vorweg schon mal ein Video gemacht bezüglich unserer neuen Einstiegsleisten, die beleuchteten Einstiegsleisten von Dacia. Hier haben wir aber das Problem, wir möchten eine solche Leiste nachrüsten und wir haben unser eigenes Produkt, nämlich diese Edelstahlleiste, die richtig schön dick und stark ist. Die ist gebürstet, da ist ein gelaserter Schriftzug, das da drauf. Also ein richtig gutes Produkt, aber jetzt müssen wir sie demontieren. Und wenn man etwas ordentlich gemacht hat, dann hat man meistens danach das Problem, dies wieder rückgängig zu machen, weil man es ordentlich gemacht hat. Also, diese Edelstahlleiste, das ist die von der Fahrerseite mit dem Schriftzug Duster. Die haben wir hier jetzt auch drauf. Die ist festgeklebt mit zwei Klebestreifen und die müssen jetzt wieder runter. Dafür wird benötigt zum einen etwas Kreppband, warum, zeige ich euch gleich. Zum anderen Kunststoffhebelwerkzeug, damit wir keine Schäden verursachen. Und wir brauchen Heißluftföhn. Die Serieneinstiegsleisten aus Kunststoff sind im Übrigen ähnlich befestigt und müssen auch abgeföhnt werden, genauso wie wir es jetzt hier machen. Ich habe ja in unserem Kanal auch schon ein Video dazu drin, wie man die Serienleisten entfernt, damit man diese Edelstahlleisten montieren kann. Und jetzt machen wir eben halt ein Video, wie man unsere eigenen Leisten, die wir recht erfolgreich verkaufen, weil sie qualitativ sehr hochwertig sind, wieder demontieren. Also, wir wollen hier nachher mit dem Hebelwerkzeug drunter gehen und nach oben abhebeln. Dadurch wird die hintere Stahlkante eventuell auf den Lack drücken. Wir sind im Werkstattbetrieb, wie immer. Ihr kennt das schon von unseren Videos. Also werde ich jetzt einen Kreppstreifen, der reicht vollkommen aus, in genügender Länge, versuchen etwas unter die Leiste zu legen, damit wir beim Anhebeln vermeiden, dass die Stahlkante Lackschäden verursacht. So. Das reicht schon. Ganz leicht. So, dass wenn wir in diese Richtung jetzt abhebeln, und zwar nach oben, diese Edelstahlkante keinen Lackschaden verursacht. Und dann hoffe ich mal, dass sie einfach losgeht, was bei unseren Produkten dann nicht immer der Fall ist. Die Leiste schön gleichmäßig, nicht warm machen, in diesem Fall wirklich heiß machen. Beim Föhnen nicht das Hebelwerkzeug gleichzeitig mit ansetzen, weil das Hebelwerkzeug ist in diesem Fall aus Kunststoff und wird mit weich und würde dann dementsprechend verbiegen. Autsch, der tat weh. Also aufpassen. So, das war's auch schon. Jetzt nicht die Leiste anfassen, die ist wirklich heiß. Die ist echt heiß. Oh, und dann, ouch, lieber auf dem Boden liegen. Da kann sie dann abkühlen. So, jetzt haben wir natürlich noch Klebereste hier
auf dem Schweller drauf. Die muss man natürlich am besten auch gleich abziehen. Noch ist es schön warm, dann löst das sich einigermaßen. Allerdings bleibt Klebstoff dann auf dem Schweller liegen. Und diesen Klebstoff machen wir mit Klebstoffentferner weg. Dann muss das Ganze gründlichst vorab gezogen werden. Dann sprüht man die Fläche ein mit Klebstoffentferner. Der lässt sich dann entfernen und das sieht dann aus wie Gelee. Das klebt dann auch nicht mehr. Ist ein Spezialmittel, haben wir hier bei uns in der Werkstatt. Also, wenn ihr Montagekosten nachher habt bezüglich der neuen Einstiegsleiste, ich hole die mal kurz rüber, damit ihr die kurz sehen könnt. Ich habe die auf der Fahrerseite nämlich noch nicht montiert. Also, die sieht dann so aus. Und wenn die Tür weggeht, zack, dann geht der Schriftzug an, geht er aus, geht er an. Okay, des Weiteren, wo wir schon mal dabei sind, demnächst werden wir neue Fußmatten haben. Die sind hier schon in Vorbereitung. Die liegt jetzt hier drin. Die ist jetzt 4 Wochen lang nicht sauber gemacht worden. Schön dreckig. Und dann stellen wir die Kamera mal hier hin. So, machen das etwas weiter hoch. Dann nehme ich mal die Fußmatte raus. Denn Material ist nicht gleich Material. Wenn ich jetzt ganz leicht schüttel, dann löst sich alles schon. Und das ist richtig guter, dicker Flor. Und der soll die Eigenschaft haben, den Schmutz festzuhalten. Aber wenn ich dann die Matte sauber machen möchte und sauber haben möchte, dann möchte ich auch, dass das Ganze leicht abgeht. Das heißt, die Matte, die ich jetzt sauber haben möchte, brauche ich nur ein bisschen reiben und sie lässt den gesamten Dreck auch wieder los. Und das ist dann Qualität. Da habe ich nicht gerubbelt. Hier ist sie schon wieder richtig schön sauber. Aus der Ferne sieht man das schon. Das heißt, dieser Flor oder Velour, wie immer man das nennen mag, ist von richtig dicker Stärke, richtig gute Qualität und lässt den Dreck ganz leicht los, wenn ich sie denn sauber mache. Dauert noch ein bisschen dieses Produkt, weil wir sind auf der Fahrerseite noch nicht ganz durch. Da fehlt uns noch ein kleiner Punkt, was die Verstärkung betrifft, im Bereich der Pedalerie, weil da soll die Matte ja nicht durchscheuern. In diesem Sinne, es wird ein richtig schönes Produkt. Habt ihr mal kurz die Fußmatten gesehen, wie die nachher funktionieren, wie die aussehen werden. Ist wie gesagt in Planung, es wird kommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage wie immer in diesem Sinne, bis denn dann.